Ich melde mich hier aus Karlsruhe, wo heute Historisches passiert. Jens Spahn trifft auf eine ihm unbekannte Spezies, einen armen Menschen. Ich wollte ihm auch mal meinen Respekt zollen. Ja, ich merke, hier wird viel von Herrn Spahn gehalten. Jens, deine Fans. Ein historisches Ereignis hier heute in Karlsruhe. Die Demonstration gegen Jens Spahn setzt sich jetzt in Bewegung. Schon aufgeregt? Ja, natürlich. Glauben Sie, er wird tatsächlich mit Ihnen über Armut reden oder wie immer nur über sich selbst? Nein, ich glaube ganz fest, dass er darüber redet. Er hat ein bisschen Zeit mitgebracht, von daher werden wir das schaffen. Er will ja Kanzler werden, deswegen. Ja, ja natürlich. Also wenn er Kanzler wird, dann wandere ich aus. Ja, wir fahren jetzt hier Richtung Jens Spahn und zwar mit der Bahn. Herr Spahn, falls Sie zugucken, das nennt sich öffentliches Verkehrsmittel. Das ist quasi ein Dienstwagen, den man sich teilt. Es kann sich nur noch um wenige Minuten handeln. Wir laufen jetzt hier hinterher, während Sandra S. per Pedis und mit der Bahn unterwegs ist zum Treffpunkt, hören wir, Jens Spahn ist auch unterwegs. Wir sind jetzt hier vor dem Haus von Sandra S. angekommen. Ein Flirren liegt in der Luft. Jens Spahn wird gleich kommen. Die gesamte Weltpresse hat sich hinter mir versammelt. Jens Spahn kommt jetzt hier mit einer Tüte, ich glaube mit abgelaufenen Lebensmitteln aus der Bundestagskantine. Wie immer fein gekleidet zur Hartz-IV-lerin. Ganz spannend. Er sucht noch den richtigen Eingang. Er kann die Häuser nicht unterscheiden, wenn sie so nach Armut aussehen. Klar, das kennt er nicht. Es ist eine neue Situation von ihm. Jetzt gibt es hier die launige Begrüßung. Und jetzt schließt sich hier hinter mir die Tür. Und jetzt heißt es warten. Ja, man kann nur sagen, bevor Jens Spahn die Wohnung hier betreten hat, haben diese Blumen noch geblüht. Ja, liebe Zuschauer, ich kriege gerade eine noch unbestätigte Meldung rein. Jens Spahn ist gar nicht wegen Hartz IV hier. Ihm gehört das Haus. Und er spricht gerade mit Sandra S. über die nächste Mieterhöhung zum 1.1. Ein gutes Gespräch miteinander. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Herr Spahn, freuen Sie sich nach dieser engen Sozialwohnung schon wieder auf Ihren geräumigen Dienstwagen? Ja, das war wohl ein Jahr. So schnell habe ich lange nicht mehr jemanden in den Dienstwagen einsteigen sehen. Ein historischer Tag in Karlsruhe geht zu Ende. Zusammengefasst, ein großer Schritt für Jens Spahn und ein sehr kleiner für die Menschheit. Zurück ins Studio. Fabian Köster.